Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot Warped. Jetzt habe ich das auch mal auf die Reihe bekommen. Ja, wir sind ja hier an den Zeitsachen jetzt dran und da habe ich Gold bekommen? Ich dachte eigentlich... Okay. Hier habe ich kein Gold bekommen, genau. Ich dachte, es wäre andersrum gewesen. Aber das werde ich jetzt nochmal probieren, weil wenn das hier das Level gewesen wäre, dann hätte ich es nicht nochmal probiert. Aber, da das Level ist, werde ich das nochmal probieren, denn ich habe einen Tipp bekommen. Und zwar kann man diese großen Roboter auch wegdrehen, wenn die ihren Popo zeigen. Das versuche ich einfach mal zu machen. Irgendwie ist das hier ein bisschen laut bei mir auf dem Ohr. So. Ja, ich hoffe mal einfach, dass es funktioniert. ja, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Wir können ja hier schon mal ihm hier mal hier kaputt machen. Können wir den da hinten auch noch kaputt machen? Dann wäre natürlich der... Nee. Schade. Ja, ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes und hoffe, dass das was gibt. Ich habe auch was Neues bezüglich meiner Anlage. Denn meine Anlage ist gar nicht kaputt. Der Mann hat die angeschlossen und da hat sie funktioniert. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht, was da los war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch wieder bei mir angeschlossen, allerdings noch nicht fertig verkabelt. Also ich habe nur Strom dran, um zu gucken, ob das bei mir auch funktioniert, weil könnte ja sein, dass das Kabel kaputt ist. Warum auch immer. Weil das ja auch so viel bewegt wurde, das Kabel. Ja. Aber es ist nichts dran kaputt. Komischerweise. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran lag. Dass das nur daran lag, weil ich die nicht weggedreht habe. Weil ich bin ja eigentlich außen drum rumgesprungen. Was ja eigentlich noch weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wie groß? Weil das ja viel länger dauert, bis er sein Popo zeigt. Ja, da bin ich, ja, ne? So. Wow. Ja, eigentlich... Ja. Was noch neu zu erzählen gibt, bei mir in der Nähe im Kino wird Rammstein Paris ausgestrahlt. Und da werde ich mal gucken, dass ich am Mittwoch, wenn ich da bin, vielleicht noch eine oder drei Karten kriege. Das kommt jetzt drauf an, ob eine Klassenkameradin mit will, mit ihrem Freund. Und... Das wird bestimmt lustig. Es sind doch bestimmt ganz viele komische Menschen da. Okay. Ich meine, wir wären jetzt immer noch so wie beim letzten Mal ungefähr von der Zeit hier auf der ersten Plattform. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Zeit für Gold war. Bin ein bisschen blöd. Habe ich jetzt wenigstens die Maske nicht verloren? Okay, da habe ich sie verloren. Ob es das jetzt so gebracht hat, kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Was hatte ich irgendwas mit Saphir? Irgendwas mit 2 Minuten oder 1 Minute 40 irgendwas? Nein! Da wäre der letzte Mongo gewesen.
Aber ich glaube, ich habe mich einfach nur dumm angestellt, oder? War gut. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier in der Zeit liege, so überhaupt nicht. Na, scheiße. Da bin ich immer zu schnell. Ja, drunter durchgrätschen ist, glaube ich, schon besser. Ja. Boah, Alter, Crash, bist du dumm oder was? Na gut. Ich bin zwar gut um den Typen rumgekommen, aber diese Kisten, die machen mich da noch fertig. Ich glaube, es wäre sogar schneller, wenn ich da irgendwie so einen Bauchplatscher oder sowas mache. So ist natürlich auch gut. Okay. Fuck, eine vergessen, eine Sekunde. Naja, vergessen nicht, halt nicht dran gekommen, ne? Komm, gegasen. Ist auch blöd, dass hier die Zeit nicht anhält. Was? Natürlich. Na klar, wenn ich doch... Oh, ich bin so dumm die ganze Zeit gewesen, ne? Na klar! Oh, ich bin so dumm, das ist doch total einfach! Oh, na klar! Ich habe das einfach nicht gecheckt, dass ich bis dahin drei Masken habe. Oh. Alter. Na gut, dann wäre jetzt der letzte Warp-Room endlich mal fertig. Eieiei. Das speichere ich jetzt aber mal ab hier. Komm. Mach. Bitte. Puh. Da bin ich schon mal ganz froh, dass das rum ist. Ich glaube, wir brauchen 25 Relikte, um unten das letzte Level freizuschalten. Ich guck mal gerade, wie viele wir haben. 30? Nee, 25 waren das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, weil wir jetzt haben wir jetzt hier fertig, dass wir rückwärts gehen, bis nach vorne und dann halt unten das machen. Aber ich guck mal gerade, wenn Area 51 oder was das ist, dieses Alien-Moped-Level, wenn das schon da ist, dass man das machen kann, dann würde ich das jetzt gerade machen, weil das ist echt scheiße. Ich dachte immer, das wäre eine Skihütte, die da drauf wäre. Irgendwie so ein Berg mit so einer Schlucht vorne und dann oben eine Skihütte, wo dann irgendein grünes Licht drin ist. Aber es ist ein UFO. gut. Dann gibt es hier alle Kisten, erster werden und Zeit. Ich würde sagen, wir machen das einfach schon. Können wir das auch schon machen? Nein, 20 brauchen wir dafür. Oder wir machen das so, dass wir dann immer, wenn wir dann 20 Relikte haben, dass wir dann
direkt das hier unten machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Wie viel kommen wir hier? 25, ja. Habe ich doch richtig gedacht. Ja gut, hau mal rein, ne? Machen wir als erstes mal alle Kisten, würde ich sagen. Damit wir schon mal ein bisschen die Strecke irgendwie kennenlernen. Ja. Ist halt mega kacke, weil man hier so viel auch sieht, ne? Und das wird jetzt eine Tucker. Getuckert wird jetzt hier. Weil ich halt so überhaupt nicht weiß, wie das hier mit den Kisten ist. Oh, guck mal, da haben wir schon zwei Stück. Ich mag das Geräusch. Ich glaube, die ist auch relativ lang, die Strecke. Wie viel gibt es überhaupt? 24 Kisten. Und hier kommen, genau, hier kommen die Autos auf einen zu. Hallo. Guten Tag. Hier muss man halt im Blinden fahren. Was gut ist, dass halt die Kisten so vorher schön aufplöppen. Und ich hoffe mal, dass es hier nicht irgendwie was gibt, wo man drüber fahren muss. Irgendwelche Rampen. Rampensau. Sondern dass das hier einfach nur dunkel ist, mit ein paar Abgründen links und rechts. Und die ollen Autos. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie man möglicherweise hört. Aber nicht mehr so stark wie beim letzten Mal. Direkt erstmal wieder ein bisschen langsam machen. Was haben wir denn? 6 Stück. Oh Gott. So, da hört man schon das nächste. Die nächsten 2. Das war sehr schnell unterwegs. Da möchte ich nicht drüber fahren. Ich kann mir das mit der Strecke hier nicht merken. Das wird, glaube ich, ein ganz schöner Krampf hier. Vor allem die UFOs sind einfach noch ätzender, die hier dann, also das sind dann keine, fuck. Das sind dann keine Autos, die hier rumfahren, sondern, UFOs. Und die sind noch ätzender. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal, das Rennen. ...1,53 für Zeit. Für Gedöns. Oh. Na, vielleicht kriege ich ja beides hin. Oh, es ist so... Oh, davon ist das erste UFO. Es ist so dunkel. Hilfe. Genau, zeig mir den Weg, bitte. Da ist ein... Ich glaube, die nehmen einem nicht ganz so viel Speed weg wie die normalen ollen Autos. Und das mit beides holen hat sich jetzt schon mal erledigt. Ja, die können dann natürlich drüber düsen. Das sind diese komischen Dinger da an der Seite. Ich glaube, ich muss die Teile nehmen, die Speedfelder. Obwohl, es ist ja relativ lang, von daher kann das auch sein, dass ich das so hinkriege. Ich glaube, ich muss die nehmen. Eieieiei. Wow, 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 wow. Eieieiei. Drüber hier flogen.
Achso, die Pylonen, genau, die machen das Geräusch. Ich sehe nix. Oh. Ja. Komm, gib Gas. Gib Gas. Nein. Geh weg. Das ist aber eine Kurve hier. Ich glaube, da muss ich drüber. Ich glaube, dass das machbar ist. Ich glaube es.